Wie läuft die politische Aufklärung zu dem rechten Netzwerk in der Bundeswehr? Also bisher war das so, dass wir als Fraktion Die Linke einen Antrag im Verteidigungsausschuss gestellt haben, dass das unter Aktuelles behandelt wird. Wir hatten dann einen umfangreichen Fragenkatalog dazu vorbereitet und von Seiten des Verteidigungsministeriums wurden die sehr gut recherchierten Berichte im Fokus, in der Taz und in der Welt als Mutmaßungen bezeichnet. Vielleicht einfach nochmal kurz Stand der Dinge. Es ist so, dass in dem Taz-Artikel relativ deutlich wird, dass es ein solches rechtes Netzwerk gibt, dass es sich gruppiert um eine Person, die den Decknamen Hannibal hat, beim Kommando Spezialkräfte. Und dass es quasi eine ganze Reihe von Chatgruppen und so weiter gibt. Eine wesentliche Rolle bei dem ganzen Spiel der Verein Uniter e.V. Und offensichtlich ist es so, dass praktisch über diesen Verein eine Reihe von auch sehr konkreten Übungen so in Form von Prepper Dingen gelaufen ist. Prepper sind diejenigen, die sich quasi auf einen Tag X vorbereiten, wenn man dann quasi, muss man irgendwie Vorräte sammeln und so weiter. Und in diesem Fall sind nicht nur Vorräte oder sonst was gesammelt worden, sondern man hat sich quasi auf bewaffnete Auseinandersetzungen vorbereitet. Interessant in dem gesamten Kontext ist ja auch nochmal der ganze Fall um Franco A., der sich ja als Geflüchteter ausgegeben hat und gemeinsam mit einem Kompagnon Maximilian mit Vornamen zusammen quasi Listen erstellt hat von Leuten, die quasi in einem solchen Falle dann angegriffen oder auch getötet werden sollen. In dem Kontext vielleicht interessant, dass dieser Maximilian inzwischen Mitarbeiter des Abgeordneten Nolte ist von der AfD, der auch im Verteidigungsausschuss sitzt. Das heißt, wir haben die perverse Situation, dass wenn wir quasi im Verteidigungsausschuss die Regierung befragen, quasi ein Teil, der nicht in die es direkt betrifft, direkt mit am Tisch sitzen. Situation im Moment ist, dass wir gemeinsam quasi über Innenausschuss und Verteidigungsausschuss versuchen, etwas Licht in den Dunkel zu bringen. Wir wissen, dass es inzwischen 6 laufende Verfahren gegen KSK-Soldaten gibt, von Vergewaltigung über sexuellen Missbrauch, über Missbrauch von Untergebenen, schwere Körperverletzung, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, Abrechnungsbetrug und dass am 27. Februar der Prozess läuft gegen den bisherigen quasi Soldaten, der bei der Bundeswehr verabschiedet wurde und dort offensichtlich einen Hitlergruß gezeigt hat. Eine sehr obskure Geschichte, wo eine Escortfrau eingeladen wurde, die dann die entsprechenden Informationen weitergegeben hat, wo auch rechte Lieder gesungen worden sein sollen. Und der hat da Widerspruch eingelegt und jetzt findet dieser Prozess am 27. Februar in Böblingen dazu statt. Wir haben jetzt in der nächsten Sitzung des Verteidigungsausschusses am Mittwoch nächster Woche haben wir den Bundesnachrichtendienst da, dass er Auskunft gibt praktisch zum jetzigen Stand der Dinge. Wir haben aber das Problem, dass ja diese ganzen Ermittlungen, die da gerade laufen, offensichtlich die Nachrichtendienste Teil des Problems sind, weil die Ermittlungen, die gegen KSK-Soldaten gelaufen sind, im Zusammenhang mit diesem Hitlergruß von einem MAD-Offizier durchgestochen wurden an die KSKler. Und insofern der militärische Abschirmdienst bekanntlich Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung. Und uns wird immer wieder gesagt, BND und MAD und Verfassungsschutz würden quasi da kein Problem sein. Nicht weiter verwunderlich. Und wir werden also jetzt jedenfalls in der nächsten Sitzung des Verteidigungsausschusses einen BND-Vertreter befragen können. Wenn ich mir kurz einhaken darf, also warum der BND? Also was hat der jetzt damit zu tun? Oder ist eigentlich der Auslandsgeheimdienst? Der BND hat die Ermittlungen mitgeführt, wo es darum geht, quasi um Verwendung verfassungswidriger Symbole, sprich quasi Hitlergruß und Singen rechter Lieder und so weiter. Und da ist der Bundesnachrichtendienst quasi mit quasi aktiv geworden. Wir werden sehen,
was die konkret zu sagen haben. Wir wissen, dass im Rahmen von diesem Uniter e.V. Es umfangreiche Chatlisten und so weiter gibt von Bundeswehr, Polizei und Angehörigen, quasi sogenannten Zivilangehörigen auf der militärischen Ebene, auch vom NATO-Headquarter SHAPE. Und der spannende Punkt wird einfach der sein, was sind die Aktivitäten, die jetzt offiziell zugegeben werden. Wir haben zusätzlich eine weitere Anfrage laufen, die jetzt Mitte Januar dann rauskommen wird, wo wir nochmal diese ganzen konkreten Vorwürfe abgefragt haben und wo wir davon ausgehen, dass die zum Teil unter geheim gestuft beantwortet werden wird. Aber sobald da die Informationen vorliegen, werden wir das auch öffentlich machen. Sie haben gerade die, auch Verbindungen ins NATO-Hauptquartier beschrieben. Wie, in welcher Natur sind die? Haben Sie da schon Erkenntnisse? Das sind, nach dem, was wir wissen, Bedienstete der Bundeswehr, die abgestellt wurden zum NATO-Hauptquartier, die also nicht Militär, sondern quasi sogenannte zivile Mitarbeiter sind, die beim SHAPE, also beim NATO-Hauptquartier, arbeiten und die dort sich aktiv quasi in diese Chatgruppen und das sind ja nicht nur Chatgruppen, sondern da wurden auch zum Teil sehr konkrete Übungen im Rahmen von diesem Uniter e.V. gemacht. Der befindet sich teilweise wohl in Auflösung, weil ein Teil derjenigen, die dort organisiert waren, sagen, dass sie quasi mit diesen ganz konkreten rechtsextremen neonazistischen Aktivitäten nichts zu tun haben wollen, sondern sich quasi im militärischen Kontext organisieren wollten. Vorstandsmitglieder sagen, dass sie zurückgetreten sind. Wir sehen aber, dass das ein relativ breites Netz ist und das wird auch quasi wesentlicher Teil sein dessen, wie man weiter aufklärt, welche konkrete Rolle dieser Uniter e.V. spielt. Nochmal zurück zum Verteidigungsausschuss. Wurden diese Verbindungen des AfD-Abgeordneten dessen Mitarbeiter diesen Mitgliedern des Netzwerks, wurde das thematisiert im Bundestag oder war das da keine? Wir haben das mehrfach thematisiert. Also bei der entsprechenden Meldung gab es einen Kommentar von meiner Seite. Bei einer Rede im Plenum gab es einen Kommentar meiner Kollegin Christine Buchholz dazu und im Verteidigungsausschuss haben wir darauf hingewiesen, dass die Bedingungen, unter denen wir versuchen, da eine Aufklärung hinzubekommen, etwas schwierig sind, wenn quasi Teilnehmer an diesen rechtsextremen Aktivitäten mit am Tisch sitzen. Und das ist schon eine skurrile Situation. Die machen wesentlich uns verantwortlich dafür, dass das öffentlich wurde. Und der Abgeordnete Nolte hat ganz stolz ein Foto mit seinem Mitarbeiter quasi innerhalb des Bundestagsgebäudes gezeigt, weil er inzwischen einen offiziellen Ausweis und alles bekommen hat, was am Anfang verweigert wurde. Da es aber quasi keine Verurteilungen gibt, sondern nur Ermittlungen, wurde ihm dieser Ausweis offiziell dann auch erteilt, so die Bundestagsverwaltung. Ein Teil dieses Netzwerks in Norddeutschland hat ja sich auch auf einem Tag X vorbereitet, wo auch linke Politiker auf Listen standen, die an dem Tag X eben liquidiert werden sollten. Haben Sie da Erkenntnisse darüber, wer auf diesen Listen stand oder wie die Ermittlungsbehörden mit diesen Listen umgehen? Das ist eine sehr gute Frage, weil wir bis heute die Listen nicht kennen. Wir wissen das, was quasi öffentlich darüber kommuniziert wurde, dass zum Beispiel unser Fraktionsvorsitzender drauf ist. Wir befürchten aber, dass eine Reihe weiterer Personen drauf sind, insbesondere diejenigen, die sich näher mit dem Themenbereich beschäftigen. Wir sind bisher nicht informiert worden von Ermittlungsbehörden, quasi was dort genau gelistet ist. Das ist Teil des Problems, dass dadurch, dass es ja quasi auch im Bereich der Polizei Menschen gibt, die sich an diesen ganzen Aktivitäten beteiligen,
ist es so, dass da offensichtlich etwas Zurückhaltung vorsichtig formuliert gegeben ist. Und was wir fordern ist, dass diese Listen sämtlichen Betroffenen quasi mitgeteilt werden und dass entsprechend das nicht nur Ermittlungen gegen die Personen sind, die solche Listen führen, sondern wer Todeslisten führt, plant konkret ja Anschläge und ist damit im rechtsterroristischen Kontext und damit ist im Grunde genommen es unmöglich, dass so jemand dann zum Beispiel auch eingestellt wird von einem AfD-Abgeordneten. Haben Sie Erkenntnisse darüber, wie sich dieses Netzwerk in der Bundeswehr herausbilden konnte? Also warum ist das nicht früher aufgefallen oder welche Bedingungen in der Bundeswehr haben das begünstigt? Naja, die Bundeswehr erfüllt eine Reihe von Kriterien, die Menschen, die eine rechte Gesinnung haben, gefallen. Nämlich autoritäre Strukturen, Befehl und Gehorsam, Zugang zu Waffen. Und wir wissen seit Jahren, dass Rechte hin zur Bundeswehr mobilisieren. Und wir wissen seit Jahren, dass die Überprüfungen, die insbesondere der MAD macht bei den Soldaten, nicht dazu führen, dass Rechtsextreme da quasi nicht zugelassen werden. Der extremste Fall ist ja, dass von dem jetzt inzwischen verurteilten offiziellen NSU-Trio einer von den dreien ja Soldat war und vom MAD überprüft wurde, rechtsextreme Gesinnung festgestellt wurde und die Einstellung erfolgt ist. Und das heißt im Grunde genommen, die Bundeswehr und insbesondere dort die Elitetruppen, das Kommando Spezialkräfte ist die Elitetruppe der Bundeswehr, zieht natürlich Rechte an. Und es zeigt sich, dass dort eben nicht nur Soldaten sind, die irgendwie unbedingt kämpfen und Krieg führen wollen, sondern dass dort natürlich auch Soldaten sind, die eine sehr rechtsextreme Gesinnung haben. Und das ist im Grunde genommen nicht weiter verwunderlich, weil die Strukturen natürlich welche sind, die denen gefallen. Und deshalb gehen die besonders dorthin. Und was immanent gesagt eine ganz zentrale Sache wäre, ist, dass wirklich quasi überprüft wird, wer sich da eigentlich meldet. Wir wissen von sehr umfangreichen körperlichen Tests, die gemacht werden, aber offensichtlich wird quasi darauf, wie die Leute politisch drauf sind, deutlich weniger geachtet. Wie gefährlich schätzen Sie die Aktivitäten dieses Netzwerks ein? Sehr hoch. Und das ist auch der zentrale Punkt, wo ein Dissens besteht mit den anderen Fraktionen. Wir haben im Verteidigungsausschuss das verrückte Phänomen, dass wir zum Beispiel im Bereich der Beraterverträge werden wir jetzt einen Untersuchungsausschuss einsetzen, wo wir gemeinsam mit FDP und Grünen und die SPD ist da nicht wirklich dagegen, dass diese Beraterverträge untersucht werden. Und bei diesem rechten Netzwerk ist es so, dass wir immer mal wieder den Hinweis bekommen, dass wir doch bitte quasi die Bundeswehr-Elitetruppe in Ruhe lassen sollen und dass das Ganze quasi als, das seien ja, also Zitat Herr Tauber, Staatssekretär im Verteidigungsministerium, auch seine Großmutter wäre quasi jemand, der sehr viele Vorräte sammelt, um sich quasi auf solche Situationen vorzubereiten, was eine völlige Verharmlosung quasi dessen ist, was da vorbereitet wird. Und das heißt einfach, wir sind da in einer anderen Gemengelage, weil quasi diese Gefahr, die es da gibt von diesem rechten Netzwerk, von einer ganzen Reihe so nicht gesehen wird. Und so ein bisschen zeigt es auch, wie mit den Veröffentlichungen von den drei Zeitungen Welt, Taz und Fokus umgegangen wurde, dass die nicht die zentrale Berichterstattung bekommen haben, wie das eigentlich jetzt notwendig wäre in diesem Kontext. Also ich persönlich schätze das als sehr gefährlich ein und im Grunde genommen müsste da sehr grundlegend ausgemistet werden. Da besteht aber nur sehr bedingt ein politischer Wille bei der Bundesregierung vor allem. Und wie geht es jetzt weiter mit der politischen Aufarbeitung? Wissen Sie schon ungefähr, also kann man schon abschätzen, wann die Ihre Anfrage beantwortet wird? Mitte Januar gibt es die Antwort auf diese kleine Anfrage. Da sind wir alle sehr gespannt.
Dann ist es so, dass wir jetzt Mittwoch nächste Woche die Sitzung mit dem Bundesnachrichtendienst haben und werden dort die Befragung durchführen. Mein Eindruck ist der, dass man in diesem Kontext quasi so überparlamentarische und vor allem mediale, außerparlamentarische Aktionen aktiv sein muss, weil bei der ersten Befragung im Verteidigungsausschuss, wenn der Zuständige im Verteidigungsministerium sagt, die Recherchen seien Mutmaßungen, zeigt es so ein bisschen, dass das überhaupt nicht ernst genommen wird. Und ich habe dann dort angekündigt, naja, ich weiß von den Journalisten, die dran arbeiten, dass die eine ganze Reihe von weiteren Informationen, einer ganzen Reihe von weiteren Informationen dran sind. Das heißt, es wird hängt wesentlich jetzt auch davon ab, dass journalistisch dort gut gearbeitet wird. Und wir werden versuchen, dass wir quasi das, was wir wissen, entsprechend unterstützt wird und im Verteidigungsausschuss immer wieder auf die Tagesordnung kommt. Je nachdem, quasi, wenn es irgendeinen akuten Stand gibt, werden wir das auch ins Plenum des Deutschen Bundestages bringen. Das wird man sehen, quasi, wann das notwendig ist. Aber wir müssen da quasi alle gemeinsam weiter recherchieren und quasi die Informationen sammeln, die es in diesem Kontext gibt.